Herzlich willkommen, meine Lieben, eine weitere Folge meiner kleinen DVD-Kollektion bzw. meiner Blu-ray-Kollektion, denn ich bin noch nicht so lange auf Blu-ray umgestiegen. Ich habe erst seit kurzem einen, was heißt seit kurzem, also ich hab schon länger einen Blu-ray-Player in Form einer PlayStation 3, aber ja, ich hatte noch eine Zeit lang weiter DVDs gesammelt, weil ich habe ein großes DVD-Regal, also ich schätze mal so um die 300 Filme habe ich bestimmt auf DVD und da habe ich dann ja, nicht so viel auf Blu-ray gesammelt, aber nichtsdestotrotz, ich habe hier meine kleine Blu-ray-Sammlung dabei und ich präsentiere euch die in zwei Teilen und ich hoffe, es macht euch Spaß und genau, wenn ihr es nicht gemacht habt, dann lasst mir doch ein Abo da und auch Finn ein Abo da, denn siehst du, Finn hat mich lieb, denn ich bin sein Jack. Nein, okay, lassen wir das. So, als erstes haben wir hier Star Trek Into the Darkness, für mich ja, eine gelungene Neuverfilmung, vor allen Dingen mit Benedict Cumberbatch als ja, Supersoldat Khan und ja, mir hat der Film viel Spaß gemacht und ja, ich mag auch die alten Kinofilme, ne, finde ich auch ganz gut, aber wie gesagt, hier den auf jeden Fall. Dann habe ich hier Man of Steel, natürlich, ich bin ein großer DC-Fan und DC und Marvel, ne, also ich habe da kein bestimmtes Lager, ich mag verschiedene Superhelden und hier Man of Steel, für mich eine gelungene Neuinterpretation, sag ich mal. Leider kein Wendecover. Das kotzt mich ein bisschen an. Oder habe ich jetzt, ja genau, leider kein Wendecover. Sowas kotzt mich immer an. Ich finde, das versaut immer das Bild. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Story finde ich gut. Und der Kampf am Ende, natürlich gehen da mal ein paar Leute drauf. Das finde ich auch vollkommen legitim. Das kann man auch mal machen. So. Dann habe ich hier Dark Knight Rises. Auch wieder kein Wendecover. Das ist alles Warner Brothers, ne? Was denkt ihr euch dabei eigentlich? Muss ich mal ganz ehrlich sagen, was denkt ihr euch bei dem Scheiß, ne? Sammler wollen hier keinen Scheiß FSK 12 drauf haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ein geiler Film. Und Dark Knight Rises gefällt mir persönlich auch sehr gut. Auch wenn ihn viele so als schwächsten Film sehen. Ich muss sagen, mir hat er gut gefallen. Dann habe ich hier Iron Man 1 und 2 als Doppel-Blu-Ray. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Iron Man 1 genial, Iron Man 2 auch super und alle anderen Teile, ich finde, die waren rund, haben Spaß gemacht, kann man auf jeden Fall machen. Und hier wenigstens, ich glaube, hier war es, ja, oh, da sind noch andere Filme drin. Warum das denn? Peinlich, peinlich. Naja, also wie auch, da ist wenigstens ein Wendecover dabei gewesen, Dankeschön dafür an Concord Film. So, hier haben wir, keine Ahnung, wie der meine Green Lantern, der Extended Cut, ich habe ihn mir gegönnt. Ich glaube, der war auch im Angebot. Auch wieder kein Wendecover, weil Warner Brothers, ne? Hier wieder kein Wendecover, Dankeschön Warner Brothers dafür. So, ich werde niemals einen Pressezugang bei Warner Brothers kriegen, weil ich die jetzt gerade so abkotze. So, hier war es auch wieder ein Wendecover, vielen herzlichen Dank. The Amazing Spider-Man. Für mich ist Tom Holland sogar ein besserer Spider-Man als Tobey Maguire. Darüber kann man natürlich streiten. Ich persönlich fand ihn sehr gut in dem ersten Teil, weil ja, er war gleich am Anfang verletzlich, ne? Also er hat da dieses Kostüm angezogen und hat erstmal richtig aus dem Maul gekriegt. Ich kann mich da an diese Szene erinnern, wo er überall gegen klatscht, ne? Und wo er dann richtig mit blauen Flecken nach Hause kommt. Sein Onkel macht sich Sorgen ein bisschen. Das fand ich viel schöner als bei der Reihe mit Tobey Maguire, obwohl Tobey Maguire auch sehr gut ist. Ne? Aber mir persönlich gefiel Tom Holland viel besser. Dann haben wir hier Captain America, The First Avenger in so einem Pappschuber. Und hier auch, Dankeschön, vielen, vielen Dank, dass hier ein Wendecover dabei war. Ist ja auch nicht von Warner Brothers. Also, ja, genau. Also wie gesagt, Warner Brothers, die müssen da mal dran arbeiten an dem Wendecover, aber ne, bei dem auch. Captain America The First Avenger mit, wie heißt er hier, Chris Evans als Captain America. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich liebe ihn ein bisschen. Dann habe ich hier Thor. Thor fand ich auch ganz cool mit Chris Hemsworth. Ne? Vor allem der erste Teil. Ich fand ihn sehr hammergut. Auch nicht von Warner Brothers, deswegen ein Wendecover. Vielen Dank dafür. So. Und hier noch der letzte Film. Ich habe gesagt, den habe ich schon mal vorgestellt als Geheimtipp. Batman The Dark Knight Returns Teil 1 und Teil 2 in der Deluxe Edition auf Blu-ray.
Wer diesen Comic noch nicht kennt, der sollte ihn wirklich mal angucken, denn meiner Meinung nach ist er das, was Batman wie Superman hätte sein sollen. Hier haben wir einen alten Batman, der wirklich hammerhart drauf ist. Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. So, das waren meine ersten kleinen Filme. Ich habe noch einen zweiten Teil gemacht, damit das nicht so lange ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ne? Wartet auf den nächsten Teil. Ich sage auf Wiedersehen. Lasst mir doch ein Abo da, wenn ihr mögt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gern geschehen.